Ich mache eine Nuzlocke-Challenge in Super Mario Maker 2. Ich spiele dabei die Endlos-Herausforderung auf Normal und ich möchte so viele Level wie möglich schaffen. Wenn ich mit einem Charakter sterbe, muss ich zum nächsten wechseln. Ich habe also nur Mario, Luigi, Toad und Toadette zur Verfügung. Kann ich so 10 Level schaffen? Ich garantiere euch, dass ihr mit dem Ergebnis nicht gerechnet hättet. Speedrun Level 15 Sekunden und ich habe 20, okay. Das ist schon gar nicht so einfach, finde ich. Okay, Mario ist tot. So, jetzt Luigi wird es besser machen. SMB Remastered, World 5-4. Um Gottes Willen. Das ist aber nicht wie im Original. Oh, fuck, der Kampf ist schwer. Oh, nee. Okay, aber die rechts oben ist jetzt stuck irgendwie. Sehr gut, da kommen keine Ringe mehr. Hä? Nein! Oh Gott! Boah, der war nicht einfach, finde ich. Okay, ein geschafftes Level für Luigi. Nice. Oh shit, ich hab nur 10 Sekunden. Nein, oh, ich hätte fast Schaden genommen am Anfang. Das reicht, oder? Hoffentlich. Bitte reiche. Das war auch sehr knapp. Alter, die Level sind überhaupt nicht einfach, finde ich. Die zu schaffen, ohne zu sterben. Eieiei, ah, das war sehr, sehr knapp, kann man an meiner Zeit sehen. Huiuiuiui. Okay, ganz vorsichtig spielen. Das wäre schon, also Luigi hat es ja schon 2 Level geschafft, aber es wäre schon wichtig, dass er noch mehr schafft. Weil Mario halt so reingeschissen hat. Deswegen muss das Luigi wieder rausholen, den Fail von Mario. Und jetzt? Oh nee, Blind Jump. Alter. Alter, mein Herz. Ach komm. Alter, vor allem die Bosskämpfe irgendwie sind nicht so einfach auf normal, finde ich. Okay. So, jetzt. Jawohl! Sehr schön. Luigi geht ab. 4 Level schon geschafft. Sehr schön, sehr schön. Schlangenblock ist trotzdem ein bisschen gefährlich. Ja, Alter, das ist auch überhaupt nicht einfach, finde ich. Was geht denn ab? Alter, und jeder Kampf, der ist einfach genau wie das Kampf davor. Um Gottes Willen! Jeder Kampf hat einfach Bosskämpfe. Jeder Kampf hat Bosskämpfe. Jedes Level hat schwere Bosskämpfe. Der muss sie am besten immer killen, wenn sie rauskommen. Genau. Dankeschön. Sehr freundlich. Alter. Eieieiei. Aber Luigi geht voll ab. Hä, wie ist das? Warum ist das Level auf normal? Das ist doch auch nicht so einfach, oder? Okay, okay. Sammle mindestens 255 Münzen. Oh, weia. Feder, Feder, Feder. Okay. Feder, Feder, Feder. Man muss halt die Feder am Anfang kriegen. Ohne Feder ist es sehr schwierig. Aber wenn man die Feder am Anfang gleich bekommt, dann ist kein Problem. Yay. Nice. Alter, Luigi geht, das ist jetzt schon das 7. Level, glaube ich, oder? Luigi geht da komplett ab. Also Mario hat einfach komplett reingeschissen und Luigi geht komplett ab. Bees and Fish. Der kann mich doch instant killen, der Gegner, ne? Auch mit Power-Up, wenn er mich auffrisst. Okay. Puh. 8 Level hat Luigi geschafft. What? Oh, spot the difference. Oh, ihr könnt mitspielen, oder? Ihr könnt mitspielen. Leute, wo ist der Fehler? 1, 2 oder 3? Let's go. Geil. Okay, ich sehe ihn. Ich werde nicht so lange auf euch warten, weil ich muss ja auch mich beeilen und das Level schaffen. So. Eins, genau. Eins ist Trampolin, ist anders. Genau. Oh, Kommentare, das war. Ah, ich mache Kommentare aus. Ich will nicht gespoilert werden. Schreibt trotzdem 1, 2 oder 3. Wo ist der Fehler? Angeblich bei 3. Es könnte auch ein Troll sein, ne? Ja, ist es bei 3. Stimmt. auch wieder wegen ganz links unten die Ranke. Die Ranke geht hier durch den Donnerblock. In der Mitte auch, aber rechts nicht. Da hört die Ranke auf. Okay, eins ist links oben, 2 ist rechts oben, 3 ist der hier und 4 ist rechts unten. 1, 2, 3 oder 4. Wo ist der Fehler? Ich sehe ihn.
4, 1, 4. Ja, 4. Weil nämlich hier unter dem Reifen sind, da ist nix und ich glaube hier ist irgendwas. Da ist irgendein Objekt. Und bei den anderen auch. Rechts unten, genau. Das war's sogar schon, okay. Wofür waren die drei Red Coins? Keine Ahnung. Aber nice! Cooles Level. Sehr cooles Level. Bob Omb Speedrun 2, The Bomb Run. Nice. Das war jetzt das 9. Level, glaube ich, oder? Luigi macht es einfach im Alleingang, die 10 Level. Ah ne, es waren schon 10. Ich dachte, es wären erst 9. Das waren schon 10. Luigi einfach alles alleine gemacht. Da es gerade so gut läuft, führen wir die Challenge noch fort. Kann ich noch 10 weitere Level schaffen, wo ich jetzt nur noch Luigi, Toad und Toadette habe? Wie viele Level schafft Luigi noch im Alleingang? Das finden wir jetzt heraus. Muss ich blind jumpen? Ja, aber das geht vor... Also... Nee, so weit kann ich nicht springen. Ja, aber hilft nichts, oder? Nicer Triple Jump. Let's go. Eieiei. Das war mir sehr unsympathisch, der letzte Sprung da. Aber Luigi bleibt weiterhin unaufhaltsam. Absolut geil. 11 Level am Stück geschafft, nur mit ihm. Crazy. 88 Bad Guys. Okay, warum muss ich dann 25 Hammerbrüder besiegen, wenn es doch 88 sind? Rums. Rums. Rums, okay, easy. Es kann aber auch sehr schnell vorbei sein. Ich meine, wie gesagt, bei Mario, der ist sofort gestorben einfach. Und das kann bei Luigi jederzeit auch passieren. Und auch bei den anderen kann schnell vorbei sein. Das sieht sehr qualitativ aus, ja, auf jeden Fall. Warum baut man sowas? Und warum? Und das war jetzt wieder voll einfach, das Level. Da konnte man ja fast gar nicht sterben, so. So, Luigi hat 13 Level geschafft. Was zum Poison Ivy? Die steigt... Oh nein, um Gottes Willen. Ah, die steigt, die steigt, die steigt. Yes! Alter, Luigi! Luigi! Er ist unsterblich! Er ist einfach unsterblich! Okay. Okay. Luigi ist unsterblich. Auch wenn schon so wirkt, als wäre er safe tot, er kann sich immer noch irgendwie retten. Och nee, hier sind wieder unsichtbare Blöcke irgendwo. Ich weiß es doch jetzt schon. Okay, vielleicht auch nicht. Aber doch, da waren welche. Ganz an der Kante wahrscheinlich. War einer. 16 Level am Stück ohne Tod? What? So, Dragon, ich trinke gleich was nach dem Level. Scheiße. Ja, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ah, Mann. Aber trotzdem. Trotzdem voll okay. Luigi hat einen ultra, ultra Run hingelegt. Da kann ich mich nicht beschweren. So, jetzt hoffe ich, dass es mit den anderen nicht so läuft wie mit Mario. Okay. Sammle alle 3 Münzen. Okay. Das wird ein komisches Level. Och, was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe nur 10 Sekunden Zeit, um die unsichtbaren Blöcke zu finden. Was ist denn? Das ist ja Ultramüll. Das schaffe ich nicht wahrscheinlich. Ja, aber das schafft doch auch keiner im First Try. Toad macht den Mario. Wie viel Level muss jetzt Toadette noch schaffen? 3 oder 4, glaube ich, oder? Das ist normal. Nee, hier ist aber sowas von ein Stern irgendwo. Das ist nicht normal, ansonsten. Richtig. Nein, nein. Das ist doch nicht normal. Hä? Luigi schafft einfach so arsch viele Level und dann alle anderen sterben einfach instant. Weil das schaffe ich nicht in einem Versuch. Nee, hier ist keiner. Na gut.
Ja, also keine Ahnung, also. Das ist absolut in schwer. Sonst kommt sowas nur in schwer. Also genau diese Art von Level habe ich schon 100 Mal in schwer gehabt. Dass man einfach nur einen einzigen so Hardcore-Sprung machen muss zum Ziel. Ja, okay. Ja, zweiter Versuch halt, ne? Sad. Das gibt's ja. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Luigi hat einfach. Das war das 17. Luigi hat 16 Level geschafft und alle anderen 0. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein?